Ich muss sagen, Quicksand hat mich nicht von Anfang an begeistert, aber diese Serie schafft es doch tatsächlich, mich innerhalb der ersten drei Folgen vom harten Skeptiker doch noch zum Fan zu machen. Wie das gehen konnte, das erzähle ich euch jetzt in diesem Video. Ich versuch's zumindest. Ich fange mal an ganz am Anfang, und zwar hat Quicksand einen enorm starken Einstieg. Innerhalb der ersten Einstellung erfahren wir, worum es in der kompletten Serie geht, und sowas habe ich dann doch vorher recht selten gesehen. Die Kamera fährt ganz close am Boden entlang, wir befinden uns in einer Schule, wir hören im Hintergrund noch einige Schüsse und schließlich reiht sich lebloser Körper an leblosen Körper, die eine oder andere Blutlache zwischendrin, und letztendlich bleibt die Kamera stehen auf unserer Protagonistin, auf Maya, der Schülerin, die innerhalb dieses Massakers übrig bleibt, und wir fragen uns natürlich, ist sie die Täterin, ist sie die Amokläuferin, ist sie schuld am Tod ihrer Mitschüler? Maya wird verhaftet, sie wird verhört und letztendlich kommt heraus, dass ihr Freund Sebastian, den sie auch erschossen haben soll, möglicherweise keine unwichtige Rolle bei diesem Amoklauf spielt. Und somit ergeben sich auch die zwei Erzählebenen in Quicksand. Nämlich zum einen haben wir die Gegenwart Maya im Knast, wie sie befragt wird. Und zum anderen erzählt Quicksand die Vergangenheit von Maya und Sebastian, wie die beiden sich kennenlernen. Am Anfang steht zum Beispiel eine Fahrt auf einer Yacht durch Südfrankreich. Das heißt, ihre Vergangenheit wird schön in Hochglanzfarbe gezeigt und nähert sich peu à peu, aber immer mehr dieser tristen Bildebene auch an. Das ist die Bildgestaltung, um die sich ja damit auch wirklich bewusst Gedanken gemacht wurde. Ich finde aber, und das war so meine erste kleine Enttäuschung in dieser Serie, dass ja, die bildliche Umsetzung nicht dieses hohe Level dieser Anfangsszene halten kann. Schauspielerisch muss man sagen, wurde ich nicht enttäuscht. Maya wird gespielt von Hannah Arden, die eine riesige Palette zu spielen hat, denn zum einen halten wir Maya ja für eine potenzielle Täterin, zum anderen hat man aber auch Mitleid mit ihr in diesem ganzen Psychoterror, der für sie entsteht durch die Befragung zu diesem ja, Tathergang. Und ich finde, da braucht schon relativ viel dafür. Zum einen, das Mädchen spielen zu können, das lieb, höflich, nett ist und nicht unbedingt immer in Reihe 1 stehen will, aber dann eben auch diese dunklen Flecken hat, die sie möglicherweise dann auch wieder zu einer möglichen Täterin machen. Felix Sandman, der den Sebastian spielt, der fügt sich da sehr gut ein, hat aber nicht die Range zu spielen wie sie. Also sie hat da durchaus den faszinierenderen Part. Dann auch einen Daumen hoch gibt es von mir für die gesellschaftliche Relevanz, die das Thema hat. Brauche ich nicht zu sagen, Amokläufe an Schulen, die kamen in der Vergangenheit immer wieder vor, und letztendlich fragt man sich ja immer erst dann, wenn das Ganze schon passiert ist, wie konnte es dazu kommen, was geht im Kopf eines Täters vor, was ist da falsch gelaufen, und genau dem versucht die Serie nachzugehen. Das, was letztendlich mich zur Skeptikerin gemacht hat innerhalb der ersten beiden Folgen, war tatsächlich diese Vermutung, oder ja, eigentlich, ich dachte, ich weiß, wie das Ganze ausgeht. Ich dachte, ich weiß, wie die Beziehung von Sebastian und Maya ist, sodass es letztendlich auch zu diesem Amoklauf kommen konnte, und musste dann aber so ab Folge 3 feststellen, Moment, vielleicht habe ich ja doch nicht recht. Und genau das macht die Qualität der Serie aus, dass sie es schafft, einen da immer wieder auf den falschen Weg zu führen und ja, immer wieder Abzweigungen zu zeigen, die man hätte eigentlich doch nehmen können. Es zeigt sich also, dass hier, was das Drehbuch angeht, wirklich Profis am Werk waren, nämlich das Autorenteam von Die Brücke. Also das sind durchaus Leute, die wissen, wie man Spannung aufbaut, und das macht letztendlich auch die Qualität von Quicksand aus. Also ich würde sagen, Schulnote gibt es von mir am Ende dann, ja, ich glaube doch eine 2. Ja, das ist eine gute Serie, schaut sie euch an. Hey, Maya. Hey. Hier, was ist Sam. Den har skål. Skål.
Fantastisk, Dr. Ralf. Om jeg bare kunne forstå hva hun så hos honom der. For at du ikke er som alle andre. Se at det er du og jeg. Du og jeg. Hva hender? Elsa! Jeg trodde bare ikke at du var sånn som imponerer deg sånt her. Hvor lenge har du holdt på? Men du vet hvor Sebastian er. Hva sier du, Hanna? Nei, men altså, Maja, du fattar verkligen ingenting. Jeg trodde verkligen at han skulle skärpa till sig när du kom med i. Jag trodde att jag kunde rädda honom. Maja Norberg. Och de har informerat mig om att du är misstänkt för mord. Vad hände egentligen i klassrummet?